Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 491. Am Freitag, den 5. April 2024, ist es 22 Uhr und wir haben 12 Grad Außentemperatur in Skinning Grove. Ich hoffe zumindest, dass man das so ähnlich ausspricht. Ist ja aber auch nicht schlimm. Hier ist ein toller Strandabschnitt, wirklich richtig super schön. Und hier gibt es so ein kleines Pumpenhaus. Und eventuell hört ihr im Hintergrund auch das Geräusch von diesem Pumpenhaus. Das ist wieder ein Platz zum Freistehen. Hier stehe ich mit zwei, drei anderen Campern heute Nacht auch. Und es ist, ja, dieses Pumpenhaus, das macht halt Geräusche. Letzten Endes, wenn man nicht so genau hinhört, könnte es auch das Meeresrauschen sein. Leider ist es das halt nicht, aber hier ist wirklich ein toller Platz. Ich habe hier guten Internetempfang. Und ich kann hier super stehen. Also heute Nacht auf jeden Fall. Wahrscheinlich bleibe ich morgen auch noch hier stehen. Ich habe nämlich morgen auch noch ein Meeting um, glaube ich, 16 Uhr englischer Zeit. Ich glaube, ja. Und dann hinterher noch fahren ist irgendwie auch blöd, weil das wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. Ja, und heute Abend, also ich habe erstmal hier den Strandabschnitt genossen, bin hier ein bisschen spazieren gegangen, habe ein paar Bilder gemacht und bei Instagram auch ein bisschen was geteilt, ein Video geteilt und so. Könnt ihr gerne noch reingucken, das ist ja in den Stories dann noch drin, wenn ihr den Podlog jetzt hört, zeitnah zumindest. Und dann kam heute Abend hier, kamen ganz viele Menschen zusammen hier aus dem Dorf, das ist wirklich ein Winzfleck. Und ganz viele Kinder und Eltern. Ganz aufgebracht irgendwie, und dann haben sie irgendwie, also das, was ich mitbekommen habe, einen Mann zur Rede gestellt, der saß dann auch auf hier auf so einem großen Stein, und zwei Väter waren sehr aufgebracht, der eine wäre fast auf ihn losgegangen, der wurde von irgendwelchen Frauen dann beschwichtigt, und dann haben alle gewartet und ich dachte schon, was ist jetzt los? Ja, und dann kam tatsächlich Polizei. Die kamen hier mit zwei Fahrzeugen und haben den eingesackt irgendwie und haben dann noch mit den Leuten gesprochen. Ich bin dann auch nicht mehr raus, es war dann schon auch fast dunkel und ich war auch gerade am Kochen. Und dann dachte ich, nee, jetzt gehe ich nicht raus und frage, was da los ist. So, das ist, weil ganz offiziell dürfen wir ja hier eigentlich nicht übernachten, so ist das ja nun mal. Es wird halt geduldet, mehr oder weniger. Und dann dachte ich, ja, halt mal lieber die Füße still hier. Ja, mal sehen. Vielleicht kann ich mich morgen nochmal mit anderen Campern unterhalten, wenn die noch da sind. Oder mit anderen Leuten, die hier vor Ort sind. Würde ich schon mal nochmal gerne wissen, was da los war. Keine Ahnung. Ich habe null Ahnung, was da los war. Also es war auf jeden Fall eine Aufregung da. Es wurde auch sehr laut gesprochen und gerufen. Und keine Ahnung, was da war. Also was man so alles mitbekommt, wenn man auf Reisen ist. Also es war keine gefährliche Situation jetzt irgendwie, das Gefühl hatte ich nicht, weil da auch ganz viele Kinder drumherum sprangen noch und aber irgendwie war da ja irgendwas mit dem Mann, der dann da ja auch mit der Polizei mit ist. Also so, was ich mitbekommen habe, ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit rausgegafft, macht man ja dann auch nicht, habe halt immer mal so zwischen den Scheiben durchgespiegelt und geguckt, naja. Ja, ich hoffe, morgen wird es nicht ganz so aufregend, muss ich ehrlich sagen. Das brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei. Thank you.